die Städte Europas im 19. Jahrhundert. Sozialgesetze, Sicherheit, Altersvorsorge existieren nicht. Um zu überleben, muss gearbeitet werden. Arbeiten von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter. Wer nicht mehr arbeiten kann, ist verloren, ist auf Almosen angewiesen. Besonders betroffen sind Handwerker, Arbeiter und Tagelöhner. 1877. Der Kaufmann Alois Malfatti aus Innsbruck legt den Grundstein für das Haus St. Josef. Ein Hort der Sicherheit, ein Ort der Nächstenliebe, ein Heim der Menschlichkeit im Herzen von Innsbruck. Ein Heim im herkömmlichen Sinne ist das Haus St. Josef nicht. Vielmehr ist es eine Wohngemeinschaft. Die Bewohner leben in überschaubaren Wohngruppen und haben viel Raum für sich. Dahinter steckt die Idee der vier Sterne. Die Pflege der Lebensräume, das heißt, bei der Gestaltung der Wohnräume steht die Gemütlichkeit im Vordergrund. Das schafft Vertrauen und Vertrautheit mit der neuen Umgebung. Die gemeinsamen Wohnküchen sind die Zentren der Wohngruppen. Hier werden die gemeinsamen Mahlzeiten vorbereitet und eingenommen. Die freundlichen und funktionellen Räume locken die Bewohner aus ihren privaten Zimmern hervor und animieren zur Kontaktaufnahme. Nur 10 bis 15 Senioren leben in einer Wohngemeinschaft. Die geringe Gruppengröße macht das Aufeinanderzugehen einfach und erleichtert die Kontaktaufnahme. Andererseits ist die Gemeinschaft groß genug und bringt Abwechslung in die zwischenmenschlichen Beziehungen. Jede Wohngruppe wird von einem Diplompfleger betreut. Er kennt genau die Bedürfnisse und Vorlieben seiner Schützlinge. Die besondere Lage, ein Privileg des Hauses, mitten in Innsbruck und doch umgeben von Ruhepolen. Das Haus St. Josef ist ein offenes Haus, ein Haus der Begegnung. Direkt an der Innpromenade das Terrassencafé. Ein Café für jedermann, das zum Verweilen einlädt. Gemeinsam mit den Menschen aus der Stadt lassen sich hier die schönsten Stunden des Tages genießen. Voller Leben ist das Haus zum Mittag, dann wenn der Kindergarten St. Nikolaus zum Essen kommt. Die Kinder bringen Leben ins Haus, ein gelebter Dialog zwischen den Generationen. Pflege der Gemeinschaft heißt auch, aktiv zu bleiben, gestalten, probieren, Neues zu schaffen und den eigenen Gedanken Ausdruck zu geben. Aktiv zu bleiben heißt, sich zu bewegen und an der Gemeinschaft teilzunehmen. Musik
Darin unterstützt die Senioren eine Freizeitpädagogin. Ein ausgewogenes Konzept für die Tagesgestaltung und ein Wochenprogramm sorgen für eine Rundumbetreuung. Sommerzeit ist Urlaubszeit, auch für die Heimbewohner. Samt Betreuer geht es dann auf Reisen. Möglich wird das durch die Zusammenarbeit mit Partnerheimen in den Bundesländern. Eine Idee, die im Jahre 2006 mit dem Innovationspreis gekürt worden ist. Seniorengerechte Aktivitäten, Ziele und Ausflüge werden gemeinsam unternommen und sorgen für Abwechslung, damit die Bewohner möglichst lange am aktiven Leben der Gesellschaft teilhaben. Die Pflege der Seele hört im Haus St. Josef nicht im Diesseits auf. Vor dem Hintergrund einer christlichen Wertehaltung stehen den Bewohnern zwei hauptamtliche Seelsorger zur Seite. Sie helfen, essentielle Fragen zu beantworten. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Sie helfen, Ängste zu nehmen, Stärke zu geben und Glauben zu leben. Ort der Stille und des Gebetes sind im Haus St. Josef am Inn bewusst gestaltete Oasen zur seelischen Stärke. Das Haus ist froh darüber, dass es fragenden Menschen eine seelsorgliche Begleitung mit auf ihren Weg geben kann. Die Pflege der Senioren beginnt bei der partnerschaftlichen Beziehung zu den Mitarbeitern. Entscheidungen im Hause werden stets unter Einbeziehung aller Abteilungsleiter getroffen. Pflege des Körpers heißt nicht nur die körperliche Pflege nach modernen Kriterien und Erkenntnissen. Sie umschließt auch die Wertehaltungen und inneren Einstellungen der Betreuer. Bei der Pflege wird stets auf den individuellen Zugang zum Bewohner Wert gelegt und auf den Erhalt der größtmöglichen Selbstständigkeit geachtet. Die Vier-Sterne-Idee zeichnet die Qualität des Hauses St. Josef am Inn aus. Neue Wege werden beschritten und mutige Entscheidungen gefällt. Grenzen und Hindernisse werden überwunden. Eine Kooperation ermöglicht es Teilnehmern der Lebenshilfe, außerhalb ihrer Einrichtung Berufserfahrungen unter Realbedingungen zu sammeln und sie so auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Höhepunkt dieser Maßnahmen ist die Verleihung des Innovationspreises 2006 für die Idee des Urlaubsprogrammes. Ein Austausch über Landesgrenzen, Generationen und Barrieren. Für den gemeinsamen Dienst am Menschen.